So, liebe Leute, willkommen zurück zu Pokémon Live. Ich habe mal meinen Bug an die Mitarbeiter weiter. Die wollten jetzt aber nachfragen, ob der Bug denn immer auftritt. Obwohl ich das alles schon mal geschrieben habe, aber muss man vielleicht gar nicht so genau lesen als Support. Ramme. Also wir haben einen Tampignon mit Ramme. Wir haben einen Flauschling mit Plumps und Tackle bekommen. Und das kriegen wir übrigens alles dafür, dass ich die Pikachu-Liga erreicht habe. Ein eingreifendes Aroma, wirf eine Münze, durchsuche bei Kopf dein Deck nach einem Entwicklungs-Pokémon, zeig es deinem Gegner, nimm es auf die Hand. Durchsuche bei Zahl dein Deck nach einem Basis-Pokémon, zeig es deinem Gegner, nimm es auf die Hand. Mische anschließend dein Deck. Alles klar. Viridium mit Viererpakt. Und, ja, den Viererpakt kennen wir ja schon. Und Blutsauger, bei dem es sich selbst heilt. Und wir haben einen Milotic mit Wasserpfeil und sanfte Woge. Es tut mir leid, ich bin noch ein bisschen müde. Und ich krieg Hosen und Herstellungsmaterialien und eine Münze. Ich bleib direkt Pikachu. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt was anderes. Und wir können hier noch sammeln. Heute haben wir übrigens ganz besonders. Ich werde gegen Meloetta spielen. Meloetta möchte allerdings heute nicht via Audio connected sein. Wir haben einen Sankabu, einen Donphan mit Rollcaller. Wenn dieses Pokémon werden, dieses... Also ja, das hatten wir schon mal. Dann haben wir einen Hypno mit... Psyruf, durchsuche deinen Deck bis zu 2 Phase 1 Pokémon und lege sie auf deine Bank. Mische anschließend dein Deck und seinen Kopfstoß. Ein Blutzug mit Tackle und ein Urhafnir mit strahlende Jagd und siebtes Echo kennen wir auch schon. Fermicula kennen wir schon. Tramatum mit Psyhieb und hypnotischer Strahl. Das aktive Pokémon des Gegners schläft jetzt. Utena kennen wir, auch wenn das da irgendwie noch nicht in der Sammlung drin war. Aus Gründen. Oh, das kannten wir noch nicht, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Klicke die Klack mit Dreifachgetriebe, wenn du dieses Pokémon spielst, um ein Pokémon aus deinem, während deines Zuges zu entwickeln. Du kannst dein Deck nach bis zu 3 Basisenergiekarten durchsuchen und sie beliebig an deine Pokémon anlegen und Powerstrahl. Dann haben wir einen Servol mit pfiffiger Serve. Achso, das kennen wir. Das Tampignon hatten wir eben schon. Das Schlappohr mit Schmetterkick und Doppelkick. Diese Attacke fügt 100, wirft 2 Münzen pro Kopf 100 Schadenspunkte. Ist eigentlich ganz okay. Ein Traumfugil mit Kopffußstrahl. Das Pokémon wirft eine Münze bei Kopf, ist das aktive Pokémon eines Gegners jetzt verwirrt. Und zum Schluss ein Zeraora, das wir schon mal hatten. So, und das Schnäppke hatten wir noch nicht. Das hat Sammeln mit einer Karte ziehen und eisiger Schnee, einfach nur mit Schaden. Eine Preiskarte nehmen und 3 Preiskarten nehmen. Ist in Ordnung, machen wir. Was kriegen wir denn dann? Kriegen wir einen Go-Booster, ne? Also schön. Wie lange geht denn der Pass noch? 5 Wochen. Habe ich noch ein bisschen was zu tun. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal einen Part machen, wie man ein gutes Deck baut. Und ich soll einen Part... Also ich soll das Deck hier nochmal anpassen. Das werde ich auch noch anpassen. Jetzt seht ihr mal meine Freunde. Das sind nicht so viele. Wir haben den guten Bisa. Wir haben den guten Zero. Und wir haben Neko Noir. Den ich nicht herausfordern kann. Ich nehme mal an, dass das ein Bug in der Handy-Version ist, weil man ja gerne mal aus so Spielen wieder raustappt und man dann als offline angezeigt wird. Was natürlich zu Problemen führt.
hab Meloetta jetzt mal geschrieben. Ich hoffe, ich krieg eine Antwort. Ah, jetzt ist ein Freund online. Dann fordere ich einfach mal heraus. Aha. So. Meloetta möchte uns nämlich neue Deckideen zeigen. Und Meloetta baut immer schöne Decks. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Habt ihr übrigens mitgekriegt, gestern war der erste Tag, an dem alle Videos pünktlich gekommen sind. Hat keiner mit gerechnet. Zinse aber. Ja, aber auch nicht mitgerechnet. Nein, ich habe ja die... das alles schon gesetzt gehabt. Bin ja ein fleißiger Wolf gewesen. Jetzt, obwohl ich mal an einem Tag tatsächlich mal einen Abend frei hatte, habe ich mal ganz viel aufgenommen. Und ich werde noch ganz viel aufnehmen, weil heute habe ich den Nachmittag frei. Morgen habe ich nicht frei, obwohl Samstag ist. Aber dafür kann ich heute halt ein bisschen was machen. Und ich werde heute ein bisschen was machen. Oh, ein Mew. Energiemix und Psychosprung ist jetzt, sage ich mal, nicht das, das Besonderste, was man haben kann. Ich glaube, ich möchte die Forschung des Professors gerade nicht. Blöd ist, dass ich noch nicht angreifen kann. Ich hätte gerne urzeitliches Geleit aktiviert und uns gerade mal mit Pokémon versorgt. Was kennst du durch so den Deck nach einer Energiekarte und lege sie in eins deiner Fusionsangriffs-Pokémon an? VIP-Kampfpass. Kannst die nur während deines ersten Zuges verwenden. Ich suche dein Deck nach bis zu zwei Basis-Pokémon und lege sie auf die Bank. Ah, da hat er gut gezogen, also direkt die Kampfpässe ziehen kann, weil die funktionieren ja wirklich nur während des ersten Zuges, also wann anders gehen die gar nicht. Leidenschaftliche Lektion, all deinen... Fusionsangriffsmonster werden 20 Schadenspunkte weniger durch Schadenspunkte, also durch Dings zugefügt. In einem späten Stadion. Jedes Mal, wenn ein Pokémon, entweder deins oder deines Gegners, kampfunfähig wird, lege jede Karte ins Irgendwo statt auf den Ablagestapel. Alles klar. Ich sehe bisher noch nicht so den Mehrwert. Es tut mir leid, sehe ich noch nicht. Einziger Vorteil ist, dass dieses Mew halt keine Energie aus der Hand anlegen muss. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal... Oh, das hat keine Rückzugskosten, nicht der... Ja, das war blöd. Das war blöd. Ich habe nicht gesehen, dass das überhaupt gar keine Rückzugkosten hat. Dann hätte ich was anderes genommen. So, da hatten wir leider einen Bug, der uns disconnected hat. Wir probieren das Ganze aber nochmal. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ich weiß nicht, wo ich genau geschnitten habe. Weil die Sache ist die, es hatte jetzt wirklich hart gebuggt. So dass wir die ganze Zeit quasi auf einem leeren Bildschirm starren mussten. Also nicht leeren Bildschirm, aber es hat sich bei uns beiden der jeweilige Gegner nicht mehr gerührt. Ich habe das Spiel jetzt mal neu gestartet, Meloetta hat es mal neu gestartet, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Wir haben dann nochmal probiert, ein zweites Match zu starten. Das hat dann so semi funktioniert, Meloetta ist ins Match reingekommen, bei mir wurde die Anfrage gar nicht erst angenommen. Also wirklich Spitzenklasse, was da funktioniert hat. Nichts. Und wir hoffen jetzt einfach, dass es jetzt hält. Dementsprechend, falls ich irgendwas angefangen habe zu sagen und dann aufgehört habe, es tut mir leid, dann habe ich da geschnitten, weil es der sinnvollste Moment war. Aber ich habe eh bloß erzählt, dass ich
kalte Getränke habe, weil sich in meiner Wohnung die Hitze staut. Und ich deswegen nachts immer das Fenster offen habe. Und dann wird es schön kühl. Alle Getränke, die dann in meiner Wohnung stehen, werden wunderbar kalt. So. Ja, das mit den... Ich verstehe, was mit den Genesekt hier geplant ist, dass man da halt immer schön nachziehen kann. Was kann das? Warum darf ich das nicht angucken? Lass mich diese Karte angucken. So. Ja, das gibt eine Vista Power. Kannst dein Deck nach einer Karte durchsuchen und sie auf deine Hand nehmen. Okay, das hat ihn jetzt aber seine Vista gekostet. Und da ist das Meloetta. Warum hat das gerade keinen Schaden genommen? Warum hat das Meloetta gerade keinen Fähigkeitsschaden genommen? Da wurde Energie aus der Hand angelegt. Immer wenn Energie aus der Hand angelegt wird, sollte das Probleme geben. Dafür habe ich unterschrieben. Habe jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit durch diesen doofen Bug. Ich muss nämlich heute noch arbeiten gehen. Und zwar früher als sonst. Yay. Aber dafür habe ich auch früher Wochenende. Das ist wichtig. Früh Wochenende haben ist wichtig. What the hell? Okay. Ah, für alle Fusionsangriffsmonster. Okay. Das ist tatsächlich cool. Da muss ich sagen, das ist cool. Das ist in der Tat gut gemacht. Das war jetzt nicht so clever. Aber ist eigentlich wurscht, weil ich kann eh nichts tun. Das ist tatsächlich ein cleveres Deck. Verstehe nicht ganz, warum das Meloetta keinen Schaden genommen hat. Vielleicht kannst du mir das nochmal erklären, Meloetta. Du trägst nicht mal Shorts. Lüge, Lüge. Ja, also, hat gut funktioniert. Das ist auch so ein Grund, warum ich persönlich es bevorzuge, Leute im Discord zu haben, wenn man gegen die spielt. Weil dann kann man sowas direkt mal erklären. Also das ist schon mal, das ist ein interessantes Deck, eine interessante Deckidee, werde ich nicht übernehmen. Aber vielleicht einer von euch. Aber ja, das ist halt, es ist halt schöner und es gibt halt so zwei Sachen, die man haben muss, wenn man bei mir in einem Video ist. Weil ich bin da auch so ein bisschen picky. Also zum einen erwarte ich ein gutes Mikrofon. Also so mit Blechdosentelefon kommt er bei mir nicht rein. Ehrlich. Geht überhaupt nicht bei mir. Krieg ich die Krise, wenn ihr mit so einem Blechdosentelefon bei mir ankommt. Gibt ja so Leute. Das hatten wir letzt bei Hutz, wo auch jemanden von den Zuschauern zum Rocket League spielen mit dazu geholt hat. Und der hatte halt einfach so ein Handy-Mikrofon Marke Kartoffel. Entsprechend, ja. Klang so ungefähr, als ob er von quer aus dem Raum in ein Mikrofon brüllt, das jemand zusätzlich noch aus dem Fenster hält. Das werdet ihr bei mir nicht kriegen.
Also tut mir leid, aber irgendwo sollen die Zuschauer auch eine anständige Audioqualität haben. Also das erwarte ich. Und die andere Sache ist halt der Grund, aus dem Meluetta auch tatsächlich jetzt gerade nicht, glaube ich, nicht dabei sein möchte. Man sollte ein bisschen unterhaltsam sein. Also das ist das Problem, das auch Meluetta betrifft. Und tut mir leid, dass ich da jetzt mal rauspicke, aber das Problem haben viele. Die kommen dann in so ein Video und sind super schüchtern und wissen nicht, was sie sagen sollen und sagen dann nichts. Und Leute, wenn ihr nicht gerade irgendwelche verwerflichen Begriffe um euch werft, für die ich euch rügen muss. Meluetta hat keine bekommen. Ne? Haben wir nicht Meluetta herausgefordert? Doch. Ich fordere einfach nochmal. Ah, jetzt hat's funktioniert. Okay. Nicht schüchtern sein. Also das ist halt die Sache. Einfach ein bisschen reden, mit mir unterhalten, muss ja unterhaltsam sein. Nicht schweigen. Und das fällt vielen Leuten schwer, weil sie dann haben sie Angst, dann sind sie nervös, dann wollen sie nichts Falsches sagen. Leute, macht euch keine Gedanken. Ich bin auch nur ein Typ. Ich bin ein Typ, der hier oben ohne vor seinem Computer sitzt und mit euch macht. Und ich bin wirklich oben ohne. Gerade. Einfach weil ich jetzt hier direkt nach dem Aufstehen aufnehme. Und zwar genau so lange, bis ich mir quasi was Anständiges anziehe und zur Arbeit gehe. Hier ist wirklich jetzt gerade Phase. Das ist die Situation. Und das ist okay. Entsprechend, ihr könnt einfach mit mir reden. Wie mit einem normalen Menschen. Oder mit einem normalen Wolf. Tut einfach so, als wäre ich nicht vollkommen wahnsinnig. Tut einfach so. Wäre super, wenn ihr das tun könntet. Das ist halt so die Sache. Und ich bin ja auch nicht anders. Wenn ich mit YouTubern irgendwas gemacht habe, die ich kenne und die ich auch gut finde, dann bin ich auch furchtbar nervös. Ich versuche immer ein bisschen unterhaltsam zu sein, aber ich bin auch furchtbar nervös. Und ich weiß nicht warum. Es ist Schwachsinn. Leute, seid nicht nervös, wenn ihr mit YouTubern redet. Kann ich euch nur an die Hand geben. Macht es nicht. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber es ist einfach schwachsinnig. Es tut mir leid, aber es ist absolut schwachsinnig, nervös zu sein, wenn ihr mit YouTubern redet. Und ich bin es selber. Also das ist jetzt nicht so, oh ja, der Wolf, der redet hier von oben herab, der hat ja keine Ahnung. Ist ja schon was Besonderes. Ja, ist es. Und deswegen, ich bin selber auch nervös. Ich kann mich da auch nicht freimachen von. Aber man sollte es nicht. Man sollte nicht nervös sein. Und es ist einfach so. Ich sollte auch nicht nervös sein. Und ihr auch nicht. Weil am Ende vom Tag bin ich wirklich einfach nur ein Typ, der in sein Mikrofon redet. Ich bin, habe ich schon mal gesagt, ich bin weder gut in dem Spiel, noch bin ich gefühlt irgendwie sonderlich übermäßig interessant. Ich bin einfach nur ein Typ. Ein Typ, der gerade eine Abschlussarbeit schreibt. So. Kann man sich mit mir unterhalten? Ich denke schon. Dementsprechend habt da keine Ressentiments. Ihr dürft euch da nicht irgendwie erdrückt fühlen, erschlagen fühlen. Wichtig ist bloß, ihr müsst irgendwie mit mir reden. Also ihr dürft nicht die ganze Zeit da sitzen und mich anschweigen. Das ist problematisch. Weil das bringt mich auch in eine Situation, in der ich nervös werde. Ist tatsächlich so. Ich werde dann nervös, weil ich nicht so wirklich weiß,
wie ich damit umgehen soll. Ist auch knifflig, finde ich. Wenn man so mit jemandem redet, aber auch eigentlich nicht mit ihm, weil die Person nicht antwortet. Ich kenne jemanden, der super nervös ist und wirklich teilweise kein Wort rausbekommen hat. Und das war schwer, mit dieser Person zu kommunizieren, allgemein. Weil wenn du wirklich jemanden hast, der halt wirklich gar nichts sagen kann, weil zu nervös und alles, das ist problematisch. Das ist sehr problematisch. Das ist wirklich problematisch. Das bringt Probleme auf ganz neuen Ebenen mit sich. Und deswegen einfach, also wenn ihr mal gegen mich spielen wollt und ihr wollt mal wirklich mit Audio dabei sein, achtet darauf, dass ihr ein anständiges Mikro habt. Ihr solltet natürlich nicht irgendwie über mich plappern oder irgendwie problematische Sachen sagen, dass ich am Ende das Video nicht verwerten kann. Aber grundsätzlich, solange ihr einfach ein bisschen euch mit mir unterhaltet, ist alles gut. Und wenn ihr ein bisschen schüchtern seid und ihr sagt halt wenig, dann ist es halt so. Ganz ehrlich, es gibt deutlich Schlimmeres, als dass jemand nicht so viel sagt. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen wenig, aber gut. Nimm mal. Das war, glaube ich, auch beim letzten Mal die Sache. Dieses dämliche Schneeding. Meine Pokémon Wii haben keine Fähigkeiten mehr. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Und der haut mich jetzt natürlich mit dem Dynaphantom. Wahrscheinlich eins meiner seltenen Fossilien weg. Nee. Ich möchte mein Amoroso haben. Mein armes Amoroso. Aber die Horrorenergie habe ich noch. So. Hohlgeschoss. Ich hole mir dafür das Memeon. Von den beiden nimmst du trotzdem Schaden. Deswegen, ich fand auch Meloetta beim letzten Mal eigentlich nicht problematisch. Ich habe bloß irgendwann gesagt, versuch ein bisschen enthusiastischer zu sein. Rede ein bisschen mehr. Komm aus dir raus. Ich hoffe, das hast du nicht in den falschen Hals gekriegt. Weil es ist in Ordnung, wenn du wenig sagst. Aber es ist halt schöner, wenn man sich viel unterhält. Also ich mag das in Videos, dass man halt angeregte Gespräche führt. Aber ich verstehe es auch. Also wie gesagt, bei jedem, der das erste Mal in einem Video dabei ist und dann nervös ist und nicht weiß, was er sein soll, das ist vollkommen normal. In meinen ersten Videos hatte ich auch keine Ahnung, was ich sagen sollte. Und konnte auch nicht wirklich viel reden. Dementsprechend, ich sehe da überhaupt nicht jetzt die großen Probleme. Das ist halt die Sache. Versuche nur immer anzuheizen. Dass man halt wirklich ein bisschen aus sich rauskommt. Weil das für alle Beteiligten schön ist. Also auch für den, der gerade nicht weiß, was er sagen soll, ist es deutlich angenehmer, wenn er ein bisschen die Möglichkeit hat, was zu sagen. Ja, das Vieh haut er eh kaputt. Ist also wurscht. Das ist alles nicht so geil, was wir da gezogen haben. Deswegen machen wir das da mal weg. Das ist eigentlich wurscht, aber dann kann ich, auch wenn ich jetzt das Vieh verliere, nochmal zumindest ein Lycryodon dazu holen. Für ein bisschen Damage. Damage.
Ja, ist klar, dass das jetzt drauf geht. Lässt sich leider nicht vermeiden. Nach der Runde muss ich dann leider auch weg. Aber ja, das wollte ich bloß loswerden, dass ihr vielleicht auch da versucht, aus euch rauszugehen, weil ihr seid hier in einer Situation, in der ich sagen kann, es ist wirklich noch angenehm. Also ihr müsst nicht mit irgendwelchen Leuten reden, die ihr überhaupt nicht kennt. Ich hoffe mal, ihr habt vorher ein paar Videos von mir gesehen. Dann kennt ihr mich zumindest ein bisschen. Und ich bin auch kein Promi oder sowas. Also, ich glaube, ich könnte nur mit wenigen Schritten noch weiter von Prominenz entfernt sein, als ich es jetzt bin. Dementsprechend bloß keine Panik haben, mit mir zu reden. Ich weiß auch nicht. Außer ihr habt was Leckeres dabei, dann müssen wir darüber nochmal reden. Deswegen, ich fand auch, Meloetta hat sich gar nicht so schlecht angestellt in dem Video. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal nachgucken. Das Video, in dem er da... Ich weiß nicht, welche Partnummer es ist. Ich habe mich schlecht vorbereitet auf heute. War auch mehr spontan als geplant. Aber wenn ihr das Video nachguckt, bring mich doch einfach um. Du kannst mich gerade umbringen. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich finde, Meloetta ging noch. Also, ihr hattet schon schlimmere Leute. Ehrlich. Meloetta war noch okay. Aber wie gesagt, ich hatte schon Leute, die haben da wirklich, wirklich nichts rausgekriegt. Dementsprechend, macht euch einfach keine Gedanken. Redet einfach mit mir wie mit jedem anderen. Und da... Okay. Meloetta, du hast da so einen grünen Balken. Macht euch da nichts draus. Macht euch einfach... Ach ja, der ist ja nicht verfügbar. Der Supporter hat mir gesagt, ich soll mal hier zwischen... Ob es was ausmacht, wenn ich hier irgendwie wechsle. Aber es macht gar nichts aus. Das habe ich im Support auch geschrieben. Ja. Es ist problematisch. Es ist eine schwere Situation, wenn man in so ein Video reinkommt und am Anfang weiß man eh nie, was man sagen soll. Aber redet einfach mit mir. Ich bin da ein bisschen vorgeschädigt, weil viele von euch wissen, dass ich bin Furry. Bin ich wirklich. Und dieses Fandom funktioniert einfach ein bisschen anders. Und das möchte ich nochmal kurz hier breittreten. Ich hatte da nämlich ein Gespräch mit meinem Nachbar. Der fand das nämlich unheimlich interessant. Und der wollte sich das mal angucken. Und dann hatten wir tatsächlich ein Event bei uns in der Stadt. Und dann habe ich dem gesagt, hier, das ist jetzt am Samstag, wenn du Bock hast, kommst du einfach mal mit. Kostet dich nichts, musst einfach nur mitkommen und ein bisschen mit uns rumlaufen, ein bisschen mit den Leuten reden. Alles super easy. Und dann ist der mal mitgekommen. Und der fand das mega geil. Und ich habe jetzt letztens mit ihm geredet und der hat auch gemeint, ich fand das so toll. Die Leute haben alle mit mir geredet, als ob ich die schon seit Jahren kenne. Das war so angenehm. Und da bin ich ein bisschen vorgeschädigt halt von. Weil genau so gehe ich halt auch mit Leuten um. Weil das ist bei uns in diesem Fandom einfach so gang und gäbe. Du redest mit Leuten, als ob du die dein Leben lang kennst, auch wenn du die noch nie vorher gesehen hast. Und das ist schön, das ist angenehm. Du kannst mit irgendwelchen Fremden reden, als wärst dein bester Freund. Und genau das ist diese Mentalität, die man in so Videos auch braucht. Ihr habt jemanden noch nie gesehen, ihr habt noch nie mit jemandem geredet. Aber ihr könnt mit ihm über Gott und die Welt reden. Und genau das ist das, was viele von uns noch lernen müssen. Ich musste das auch erst lernen. Also am Anfang, als ich neu war in dem Fandom, bin ich da auch nicht dran gekommen. Und ich habe auch starke Ressentiments, immer noch mit Leuten zu reden, die ich noch nie gesehen habe. Habe ich. Wirkt auf mich nicht so. Das sagen immer die Leute, das... Wie? Du redest doch so viel. Ja, aber gegen meinen Bildschirm. Und alleine.
Es ist wirklich ein Unterschied. Es ist ein meilenweiter Unterschied. Aber es ist ein schöner Unterschied. Und wir müssen das alle lernen, dass wir einfach ein bisschen offener miteinander reden. Und das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, seid ihr eher schüchtern oder kommt ihr eher aus euch raus? Und meint ihr, ihr hättet das Zeug dazu, wenn ihr mit mir redet, dass ihr einfach mit mir so schön auf einer freundschaftlichen Ebene mit mir labert? Ich hoffe doch. Also Leute, Daumen nach oben da lassen. Nettes Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es vermutlich das Tutorial-Video gibt, wie baut man ein Deck. Also, bis dann. Euer Wolf. Ich muss jetzt zur Arbeit. Tschüss.